Herzlich willkommen in Hetzbach, Stadt Bärfelden. Ein neues Werbeschild für Oberzent gibt es noch nicht. Der Stadtname taucht bisher nur auf Ortsschildern auf. Eine Fusion ist laut dem neu gewählten Bürgermeister eben ein Prozess. Und es gibt sehr viel zu tun. Prioritäten festzulegen ist sehr schwierig, da ja ganz viele Maßnahmen anstehen und eigentlich so fast alles immer auf Priorität 1 kommen müsste, wenn man so mit den Leuten spricht, mit den Ortsbeiräten spricht. Schritt für Schritt geht es voran. 170 Kilometer Kanalnetz sollen jetzt saniert werden. Kaputte Straßen werden nach und nach ausgebessert. Da ist in den vergangenen Jahren vieles auf der Strecke geblieben, weil halt auch die finanziellen Mittel nicht da waren. Durch die Fusion der vier Gemeinden sind jetzt jedes Jahr umgerechnet 900.000 Euro mehr in der Stadtkasse. Das ergibt sich aus Landeszuschüssen, dem kommunalen Finanzausgleich und der Einsparung von drei Bürgermeistern. Aber spüren die Bürger denn auch schon etwas von der heilbringenden Fusion? Also bis jetzt noch nicht ganz, aber wir hoffen, dass das besser wird. Die Ortsdurchfahrt wird saniert endlich. Schritt für Schritt wird es besser. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sich da in den nächsten ein, zwei Jahren noch viel verändern wird. Zumindest kann es nicht schlechter werden, als es war. Neu ist zum Beispiel er. Nabil El-Kadi ist ganz frisch im Amt, der erste Stadtpolizist von Oberzent. Er soll sich vorwiegend um den Verkehr kümmern, denn bisher... Man konnte hier parken, wie man wollte. Solange man nicht wirklich von den Nachbarn angezeigt wurde, ist nichts passiert. Unglaublich, aber wahr. Geahndet wurden Ordnungswidrigkeiten hier bisher gar nicht. Vor allem Motorradfahrer, die ab Frühjahr hier durch die Ortschaften rasen, sind den Bürgern schon lange ein Dorn im Auge. Vieles soll besser werden. Die tristen Innenstädte sollen aufblühen. Kehrer plant ein Ärztezentrum und will Gewerbe mit günstigen Preisen und schnellem Internet anlocken. Von Vorteil, Oberzent ist als erste fusionierte Kommune in Hessen seit über 40 Jahren schon mal nicht ganz unbekannt. Wir werden auch schon von sehr vielen angesprochen nach Tipps und Tricks und da stehen wir auch gerne zur Verfügung. Und wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, positive und auch negative Erfahrungen, sodass wir da über einen ganz breiten Informationsschatz dann anderen Kommunen da gerne zur Verfügung stehen. Mehr als erfreulich, Oberzent wächst. Seit Jahren gab es keinen Zuzug in den vier Einzelkommunen. Seitdem sie zusammen Oberzent sind, ist die Einwohnerzahl um 70 Personen gestiegen. Ein Anfang, der Mut macht.